Dass Telefonieren, Mailen oder Online-Shopping längst keine vertraulichen Angelegenheiten mehr sind, das wissen wir spätestens, seit Edward Snowden darüber ausgepackt hat, wie umfassend US-amerikanische und britische Geheimdienste unsere privatesten Daten ausspähen. Die großen Telekommunikationsunternehmen haben sich dabei immer als Opfer dargestellt, auch wenn es an dieser Version schon so manchen Zweifel gab. Wir haben jetzt gemeinsam mit Kollegen von NDR und Süddeutscher Zeitung neue, bisher unveröffentlichte Dokumente eingesehen, die zeigen, wie tief manche Telekommunikationsunternehmen offenbar in Geheimdienstoperationen verstrickt sind. Und dass davon auch Ihre persönlichen Daten betroffen sein können. Unsere Recherchen beginnen an einem Ort, den viele von uns bisher eigentlich nur als Urlaubsziel kannten. Cornwall, die südlichste Spitze Englands. Ein Naturparadies, Ort der Weite und der Freiheit. Aber auch der Ort, an dem diese Freiheit angegriffen wird. Denn genau hier zapft der britische Geheimdienst GCHQ die Internetkabel an, die an der Küste anlanden. Eine Attacke auf unsere Privatsphäre. Vor einem Jahr wurde aufgedeckt, dass die britischen Datenspitzel offenbar Gehilfen aus der Wirtschaft haben. Ein Unternehmen geriet dabei besonders in die Schlagzeilen. Vodafone. Die Verteidigungslinie damals, vor allem dieses Argument. Wir geben nur Informationen an Regierungen weiter, wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir werden darüber nicht hinausgehen und die rechtlichen Vorgaben einhalten. Weitergabe von Daten nur unter Zwang? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Geheimdiensten? Auf diesem Datenstick finden wir brisante Antworten. Geheime Dokumente des britischen Geheimdienstes aus dem Fundus des Whistleblowers Edward Snowden. Wir sehen, welche Datenkabel der Geheimdienst offenbar angezapft hat und welche Unternehmen ihm dabei wohl geholfen haben. Besonders häufig finden wir einen Namen. Gerontic, der Codename des Geheimdienstes für das Kabelunternehmen Cable and Wireless, ein Unternehmen, das 2012 von Vodafone übernommen wurde. Die bislang unveröffentlichten Dokumente liefern erstmals Einblicke, wie eng die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdienstlern und Cable and Wireless offenbar war. Danach lieferte seinerzeit keine Firma Zugang zu mehr Kabeln, keine zu mehr Daten. Und es scheint regen Austausch gegeben zu haben. Wir finden etwa Terminkalendereinträge. 27. Juni 2008. Gerontic JPT. JPT, Joint Project Team, das Treffen eines gemeinsamen Projektteams also. Wir finden auch wöchentliche Statusberichte mit klaren Hinweisen auf gemeinsame Projekte. 8. August 2008. We will investigate with Gerontic whether there are options for getting earlier benefit from the access. Der Geheimdienst will demnach also gemeinsam mit Gerontic prüfen, ob man früher von einem bestimmten Zugang profitieren kann. An anderer Stelle ist von Systemtests die Rede, die Gerontic für den Geheimdienst durchführt. Würden sie erfolgreich verlaufen, solle Gerontic danach eigenständig weiterarbeiten, heißt es da. Wir finden noch viele Stellen dieser Art. Sie legen den Schluss nahe, dass Cable and Wireless ein vertrauensvolles Verhältnis zum Geheimdienst pflegte, dass es offenbar aktiv Vorschläge machte und nicht nur, wie wir erwartet hätten, auf Befehl handelte. Wir fragen nach bei Vodafone, ob man nach der Übernahme von Cable and Wireless von solchen Praktiken gehört hat. Vodafone verneint und streitet jede Kenntnis der Dokumente ab. Wir bieten ein Treffen an, um die Dokumente zu zeigen. Erfolglos. Schriftlich betont Vodafone, man habe das Verhalten von Cable and Wireless untersucht. Wir haben keinerlei Hinweise auf Verhalten gefunden, das den Gesetzen in Deutschland, Großbritannien und der EU widerspricht. In den Dokumenten finden wir auch Hinweise auf Zahlungen des Geheimdienstes an Cable and Wireless. Diese Payments müssen nichts Illegales sein. Vielleicht ging es um Leistungen, die per Gesetz erbracht werden mussten. Aber uns erstaunen die Summen. Millionen, gleich mehrfach. Wir zeigen die Dokumente dem Cybersicherheitsexperten Sandro Geiken. Er vermutet, dass Cable and Wireless aus der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst so etwas wie ein Geschäftsmodell gemacht haben könnte. Das wird wahrscheinlich so gelaufen sein, dass man gezwungen wurde, rechtlich da zu kooperieren. Und dass man sich dann gedacht hat, wenn ich schon kooperieren muss, kann ich auch ein Geschäft draus machen. Und dass man von da aus dann vielleicht sich so Stück für Stück ausgebaut hat. So die Einschätzung des Experten. Zurück in Cornwall. Mitten im Nirgendwo steht diese Halle. Unscheinbar, aber wichtig. Denn hier kommen zwei Unterseekabel an, zwei Hauptachsen des weltweiten Datenverkehrs. Auch die Kommunikation deutscher Benutzer kann über solche Kabel gehen. Wenn Sie beispielsweise Dienste von Apple, Google oder Amazon nutzen, dann ist es sehr wahrscheinlich sogar, dass darüber deutscher Datenverkehr geht.
Und damit könnten auch unsere Daten im Visier des Geheimdienstes sein. Denn die Dokumente legen nahe, dass der britische Geheimdienst genau hier auf Daten zugegriffen hat. Mit diesen Daten wurde offenbar eines der größten bisher bekannten Datensammelsysteme gefüttert. Codename Incensor. Explizit bezeichnet als Lieferung von Gerontic. Genannt wird also wieder der Code für Cable and Wireless, das Unternehmen, das heute Vodafone gehört. Auch hiervon habe man keine Kenntnis, teilt Vodafone mit. Aber kann das sein? Vodafone übernimmt Kabel und Infrastruktur, aber nicht die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst? Wir durchforsten noch einmal die Dokumente. Und siehe da, der Name Incensor taucht wieder auf. Das Programm lief offenbar weiter, mindestens bis April 2013, lange nach der Übernahme von Cable and Wireless durch Vodafone. Vodafone bestreitet auch davon jede Kenntnis und schreibt: Vodafone gestattet Geheimdiensten und staatlichen Behörden in keiner Form den Zugang zu Kundendaten, es sei denn, wir sind von Gesetzes wegen dazu verpflichtet und erhalten entsprechende Aufforderungen. Es geht auch um unsere Daten, die von Vodafone-Kunden, Unternehmen, Behörden. Experten der Bundesregierung beobachten das Thema Datensicherheit offenbar mit Sorge. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat bei den großen Mobilfunkbetreibern nachgefragt, wie es darum steht. Zweifel blieben nur bei der Auskunft von Vodafone. Die Selbstauskunft von Vodafone Deutschland lässt bislang keinen eindeutigen Schluss zu, ob der Zugriff auf bzw. die Ausleitung von Metadaten oder SMS in ausländische Rechtsräume unterbleibt. Bis heute wird die Warnung als Verschlusssache behandelt. Selbst dem Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss war sie nicht bekannt. Er sagt, gerade in sensiblen Bereichen, wie bei Rahmenverträgen von Ministerien oder Behörden, sei eine solche Antwort nicht hinnehmbar. Wenn ein Telekommunikationsbetreiber dann eben so schief und quer antwortet, dass man den begründeten Verdacht hat, dass die Sachen hier nicht in Ordnung sind, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen, sonst braucht man ja die Anfrage überhaupt nicht zu machen. Und die Konsequenzen wären? Konsequenzen wären, den Vertrag sofort auszusetzen bzw. zu kündigen. So die Forderung des Parlamentariers. Und Vodafone? Wiederholt, was wir und die Kunden schon oft gehört haben, man müsse eben kooperieren, wegen der Gesetze. Wenn Vodafone wirklich an der Datensicherheit seiner Kunden interessiert sein sollte, dann könnte das Unternehmen etwas gegen diesen Zwang zur angeblichen Kooperation unternehmen. Man kann nämlich dagegen klagen. Andere Unternehmen tun das, Vodafone nicht.